Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Resonant Rise. Heute nehme ich mal nur auf. Streamen werde ich wahrscheinlich, vielleicht heute, wenn die Folge rauskommt, also das wäre dann freitags. Ich weiß es aber noch nicht, deswegen nagelt mich nicht darauf fest, ich weiß es nicht. Ich habe einen Tipp gelesen, was ich sowieso machen wollte. Ich wollte die Brian-Türme und überhaupt die Türme wollte ich eigentlich in die Wüste packen, weil die dort besser funktionieren. Das werde ich euch dann aber auch zeigen. Ich wollte sie in die Wüste packen. Wie gesagt, die funktionieren dann besser und ich brauche eigentlich nur die zwei und die zwei da hinten umpacken. Und das war's. Nämlich den muss ich ja eigentlich nur ich muss ja hier nur das Wasser dann im Prinzip dahin packen. Und das war's, weil die anderen Maschinen muss ich natürlich hier lassen. Und noch eine Sache, mir wurde gesagt, ich soll die Railcraft-Tanks bauen. Das wird nicht funktionieren, weil das Gas ist, was ich einspeichern muss. Deuterium und Tritium ist Gas. Das heißt, Tritium ist, warte mal, jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Tritium ist auf jeden Fall Gas und Deuterium auch. Und das geht nicht so einfach. Das müsste ich dann erst in Liquid umwandeln und dann wieder zurückverwandeln und das dann im Prinzip hier reinpacken. Und ich könnte es natürlich machen, na klar. Ich könnte mehr Disketten bauen und dann halt Deuterium und Tritium auch da reinpacken. Als Zwischenlager. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Aber nicht jetzt. Sehr wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, habe ich die... Ich habe nur die 1K, ne? Habe ich die nicht gemacht? Habe ich die tatsächlich nicht hier reingepackt? Ich Frechdachs. Habe ich die Gasdeutsche 64K nicht hier reingepackt? Habe ich überhaupt die 64K oder die 256 sogar gebaut? Muss ich mal gucken. Ich hatte ja, im Stream hatte ich ja hier noch... eine 256 habe ich benutzt, alles klar. Ist natürlich nichts, was da gerade drin ist. Die muss ich nur als Rezept speichern. Damit ich die halt bauen kann. Das wollte ich nämlich auch auf jeden Fall, die 256K. Und zwar diese hier. Da brauchen wir natürlich diese, wo wir jetzt die 1K brauchen. Storage. Bau mal 30 Stück oder so. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. So. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte euch noch was zeigen. Ich habe ein cooles Dorf gefunden. Beim Fliegen. Mit einer richtig coolen Windmühle hier. Da. Und noch einem coolen Gebäude. Hier ist eine Windmühle. Und hier, das Gebäude ist auch nicht schlecht. Das sieht aus wie ein Dynamo. Ist aus Clay gebaut. Ist, hat aber auch nur... Also da ist jetzt nichts Weltbewegendes drin. Da sind ein paar Genesis-Pipes drin. Ein paar Repeater. Wie es hier funktioniert, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Ich denke mal, hier kommen dann Dynamos hin oder sowas. Keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall mit Genesis-Pipes und so, damit wird ja Kraft übertragen. Oder auch Joule. Zum Beispiel. Dafür sind die. So, aber egal. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt natürlich unseren... Ach, da war das Glas, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Werden wir uns jetzt natürlich unserem Dingens hier widmen. So, wir brauchen erstmal die 4K. Zack. Dann, die brauchen wir einmal natürlich. Sogar dreimal. So, dann brauchen wir die 16K. Zack. Die brauchen wir auch. Habe ich die nicht gerade gebaut? Ma. 16K, ne, ja. Die. Davon brauche ich noch 3. Warum baut er die nicht? Hä? Okay, wir müssen die dann anders bauen, alles klar. Ich habe es verstanden, ich habe es vernommen.
Dann machen wir es halt so. Dann machen wir jetzt so die 16K. Storage, 3 Stück erstmal. Ne, wir brauchen insgesamt 9. Deswegen bauen wir 9. Und dann Start. Tu es. So, eine haben wir schon. Dann können wir schon die 32er machen. 64er machen natürlich. Ja, können wir nicht, weil wir keine Farbe mehr haben. Und keine Logic-Prozessoren. Natürlich haben wir keine Logic-Prozessoren mehr. Egal. Da machen wir dann, wenn wir soweit sind. So. Als erstes werde ich die Brine Tower mitnehmen. Die brauchen halt nur ein Tesseract mit für Wasser dann da. Den müssen wir noch bauen. Klar, ne, brauchen wir nicht. Wir haben ja da hinten den Tesseract mit Wasser. Und dann ziehen wir um. Ich bin am überlegen, ob wir die... Ja, schade, geht natürlich nicht. Schade aber auch. Wir nehmen erstmal nur einen mit. Wir machen das jetzt erstmal ganz gemütlich. Das könnte jetzt ein paar Folgen dauern, natürlich. Aber das werden wir jetzt ganz gemütlich machen. Also jetzt kein Stress oder so. Wie gesagt, das wird ganz genüsslich gemacht. Wir müssen ja auch alles mitnehmen, ne? Ist ja nicht so, dass ob wir alles hier umsonst haben. Wir müssen das ja auch alles mitnehmen. So. So. Weiter geht's. Nächste Reihe. Da wir ja gerade sowieso nichts großartig am Produzieren sind. An Rohstoffen. Ist halt jetzt auch nicht ganz so tragisch. Da habe ich keinen Bock drauf, so lange zu warten. Deswegen machen wir von hier. So, läuft. Wie gesagt, den einen nehmen wir jetzt mit. Den bauen wir dann schon mal auf in der Wüste. Ansonsten werden wir dann mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich da die Wasserproduktion aufbaue oder die hier lasse. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das mache. Das kann ich noch nicht sagen. Eigentlich wäre es am einfachsten, die Wasserproduktion da aufzubauen. Weil, dann hätten wir hier weniger Maschinen stehen. Was natürlich dann wieder der Performance dient. Darum wird es ja auch gemacht. Genau darum und nicht wegen was anderem. Wegen der Performance, obwohl die Performance eigentlich relativ gut ist. Trotz dass hier viele Maschinen schon stehen, läuft es eigentlich sehr gut. Also ich kenne Modpacks, die laufen bei weitem nicht so gut wie das gerade. Und ich muss sagen, ich spiele halt ja auch nur auf Singleplayer. Ich habe jetzt keinen Server oder sonst was. Da wäre ich wahrscheinlich schon verzweifelt wieder bei den ganzen Updates. Es läuft. Also es läuft auf jeden Fall gut. Also ich habe damit jetzt keine Probleme hier mit dem Modpack. Es läuft eigentlich fast durchgängig auf 60 Frames. Manchmal droppt es ein bisschen auf 30, 40 runter. Kommt auch an, wohin ich gucke oder wo ich gerade stehe. Aber das ist eigentlich alles im Rahmen. Und davon merkt ihr auch nichts. Also nicht viel. Da ich das ja mit 60 Frames rendere. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt alles haben. Ich glaube aber schon. Ja, mit der Produktion weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Wir bauen erstmal den Turm auf. Pass auf, wir porten uns erstmal in die Wüste. Da ist er. Da. Ach ja, hier ist ja noch das Ding. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Die komischen, ja, Rebellen. Ne, Pirates sind das, genau. Archer, du hast... Kannst du mal ein bisschen verziehen hier. Komm, verzieht euch mal. Die wollte ich noch raiden hier, die Burg. Hallo? Schnauze. 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 So, ab runter hier. Juhu. Die müssen doch nur Archer sein, ne? Wird Soldier. Zieh ich. Schnauze. Schnauze. Ist wahrscheinlich nur Scheiße drin, aber ist ja egal. Lustig ist sie trotzdem alle Male hier. Schnauze. Komm hier, du. Komm, renn doch nicht weg, du feiges Stück. So, noch zu sagen. Jetzt komme ich da nicht rüber. Ist ja nicht wahr. Da unten stehen noch welche. Tag. Mann, komm her, du. So.
9 auf zu sagen, besser mit Tor. Cool. Ancient Warfare Structures. Ach ja, das ist ja, stimmt, das ist ja eine Burg von Ancient Warfare. Das ist ja ein geiler Ding. Kann ich da mitnehmen? Nicht? Okay, das ist einfach weg. Was sind das denn für welche da? Die kommen auch Schlurkschlag zu mir hin, ne? Eine Harpie. Naja. Schön für die Harpien. Ruhe. So. Ein paar Federn und so. Toll. Was ist für eine Kuh? Mushroom Soup. Da hinten sind Kürbisse. Braucht auch keiner. Jetzt kann ich mal die Kisten kurz durchgucken. Schrott, Schrott, Schrott. Alles klar. Du? Oh, was ist das denn? Throwing Knife. Zeig mal. Da wird wieder eine Scheiße angesammelt. Eisenschwerte, braucht doch einer. Ist ja auch noch Kisten? Ein paar Tausende. Können die denn? Zeig mal. What? Geil. Das war Test. Jo, schön. Boah, super. Ich bin begeistert. Oh, der brennt sogar. Cool. Boah, gebratenes Steak. Geil. Zack. Brennt. Cool. Tut weh? Ja, scheint so. Naja, ein bisschen Spiel, ein bisschen Spaß. Muss sein. So. Was für eine? Lage. Lage! Lage! Was sind das für welche? Der hässliche. Oh, hängt hier im Freibstand. Das tut mir aber leid, tut mir das. Was mir das leid? Was ist? Oh, vergiftet, ihr Penner. Strauße, ne? Waren das, glaube ich. Egal. Drauf geschissen. Hier rennt auf jeden Fall Kackvolk rum. Da ist ein Haus, wo auch irgendwelche. Da ist noch so eine blöde Burg. Eine größere auf jeden Fall. Haha. Hier, 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 ihr Penner, hä? Hab ich euch geklaut in einer anderen Burg, ihr Hunde? Was sie mich wollen hier? Was haben wir denn da drin? Was hat denn da für eine Kuh? Molten Elementium. Elementium? Das ist doch das Zeug von. Mann, hau ab, du. Das ist doch das Zeug von Dingens, ne? Von hier. Lass mal einer. Botania. Willst du dich verarschen? Junge, hau ab. Mach die Tür auf. Wer schießt auf mich? Du, mir doch egal. Hau ab. Lass mich doch da rein, danke. Ein Goldblock, toll. Aha, und? Ja, mal, was ist? Komm, du musst reinkommen, verzieh dich. Wofür ist der Schalter jetzt hier? Aha. Keine Ahnung. Oh, das Bett. Schick. Schick. Nametag, ja, super. Wow. Wolle. Wolle Rose kaufen. Nö, will ich nicht. Alter, jetzt habe ich wieder die ganze Scheiße eingesammelt. Ich glaub's nicht. Hau mal ab hier. Ein Diamond Sword, krass. Brauche ich aber auch nicht. Genauso wie das brauche ich eigentlich auch nicht. So, tschüss, tschüss. Glowstone brauche ich auch nicht. Lass mich raus hier. Tschüss. Du lass mich in Ruhe. So, wo bauen wir das jetzt hin? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Warte mal, wo sind wir denn?
Ich würde fast sagen, was ist das denn? Ist der blau? Ne? Ach, das sieht nur so aus. Hier irgendwo, oder? Wäre eigentlich am coolsten so. Na, da nicht unbedingt. Da ist noch ein Turm. Mein Gott, was ist denn hier los? Da kommt schon ein anderes Biom. Das ist natürlich doof. Das ist. Ist das eine Pyramide? Ne. Was ist das denn? Lass mich gucken. Ach, das ist ein Dungeon. Oder? Was ist mit dir, Olle? Was ist Sphinx? Mann, geh mir nicht auf den Sack. Herrgott. Oh, die kann was. Muss man der lassen. Au. Au. Ja, geil, ich habe nur Wizard-Effekt. Toll. Juhu. Auf jeden Fall Kackzeug da wahrscheinlich. Das kann sein. So. Ja, okay. Hier ist wohl eine Pyramide. Eine unterirdische. Ja, man sollte nicht unbedingt auf den auf die Druckplatte treten, weil, ne? Darunter so ein bisschen TNT. Da ist es. Dann sammle ich mir aber direkt mal ein, weil das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Was haben wir hier? Diamond Shards, toll. Wow. Premium. Da haben wir noch hier dran. Diamanten. Wow. Naja. Ja, wir können da eigentlich nichts mehr Gutes finden im Prinzip. Taubium nehme ich mit. Weil das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aber wie gesagt, man kann eigentlich, wir können eigentlich gar nichts mehr Tolles finden. Im Prinzip nicht mehr. Komm, lass mich mal raus hier. Danke. Das ist wohl eine Pyramide gewesen. Krass, ey. Im Berg drin. Das hat man gar nicht gesehen. Ganz schön frech. Ich würde sagen, wir bauen die hier irgendwo hin am Wasser. So hier so. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Lass mal ein Skelett hier oben kurz umbringen. Tschüss. Da, das komische Kackviech auch hier. Wiedersehen. Du auch. So, wir gehen mal kurz nach Hause pennen. Wir sollten hier vielleicht einen Port hinmachen. Machen wir mal Test kurz. Sag mal. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. So, dann bauen wir den ersten Turm eben schnell auf. So, das ist unser Testpunkt hier. So. Fertig. Die Harpien, die könnten uns trotzdem noch über Eier gehen, natürlich. Aber. Was ist? Mal, wir wollen einen Raketenabwehrturm hier, ey. Hau ab! Mann! Komm, und du läufst jetzt in den Treibsand. Danke. Blöde Sumpfkuh, du. Und mein Schwert ist alle. Und das mit dem Metok, du. Hau ab. So. Geht doch. So. Eigentlich müssen wir den nicht im Boden bauen. Eigentlich ist das scheißegal hier. Ist ja weit genug weg. Ich würde sagen, nur so ein Stückchen. Ich glaube, das ist okay. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Dinger, wie hoch wir waren insgesamt, ey. Das weiß ich gerade nicht mehr. Na, dann sind immer noch ein paar. Ich glaube 16 war das hoch, ne? Ja, ich glaube 2 noch. Kommt hin. Ja, doch. Das kommt hin, weil wir müssen jetzt noch 3 rausnehmen. Erstmal kommt der Controller natürlich noch rein. Den stellen wir mal hier einfach rein.
So. Und dann kommen die zwei Waves ja noch hier rein. Ich würde sagen, einen machen wir hier hin für das Wasser. Und vorne raus machen wir noch für die Brine, für das Brine. Was ist denn euer Problem hier? Oh. Hau ab! Mensch! Boah, was ist denn euer Problem hier? Alter, da muss ich unbedingt hier umbauen hier. Dass wir hier irgendwie Mauern oder so drum haben oder irgendwie Scheiße. Die gehen mir jetzt schon auf den Sack. Die Viecher. So, da kommt die nächste Wave rein. So. Und dann eigentlich oben nur noch die Dinger hingebaut. Zack, zack, zack. Und dann hat sie noch die Teile hingebaut. Dann sollte das eigentlich schon funktionieren. Na, tut weh. Hoffentlich. So. So, der läuft schon. Der hat jetzt natürlich, hat er hier eine höhere, ja, ich sag jetzt mal Effizienz haben die hier dann in der Wüste, weil hier halt besser die Sonne scheint. Sagen wir es mal so. Sagen wir es einfach so und gut ist. Wie gesagt, ich würde, theoretisch würde ich sagen, wir bauen hier das Wasser für die Brine-Produktion hin. Das könnten wir machen auf jeden Fall. Genau. Dann hätten wir da auch wieder zwei Maschinen weniger. Ich glaube, da machen wir auch. Aber da würde ich sagen, da machen wir jetzt dann, mache ich dann nächste Folge, mache ich weiter damit. Und ich gucke jetzt erstmal kurz. Schmeiß mal den ganzen Scheiß mal kurz weg hier, den ich gerade nicht brauche. So, Fireberries, toll, braucht keiner. So, ich wollte hier noch eben kurz noch die. Erstmal die 64. Haben wir die schon? Ne. Die hatten wir noch nicht, ne? Die 64k hatten wir noch nicht. So, jetzt brauchen wir erstmal noch kurz ein paar Patterns. Ich will das eben fertig machen, bevor ich jetzt die Folge beende, damit ich das nicht vergesse für nächste Mal. Die brauchen wir natürlich jetzt dreimal gleich. Die Storage. Diese da dreimal bitte. Kriegen wir hin. So. Dann Pattern, da sind sie. Und dann brauchen wir die 256k Mopeds, wo ich die Prozessoren jetzt gerade nicht habe. Was sind denn da? Engineering und Logic. Engineering und Logic. Machen wir direkt nur einen, das reicht, das geht schneller. So, fertig. Und ich weiß, dass ich noch, ich muss ja noch die, ich muss noch mehrere Inscriber auf jeden Fall aufbauen. Definitiv sogar. Das kommt aber noch, wenn ich dann wirklich mit der kompletten Optimierung loslege, dann mache ich das. So, jetzt möchte ich ein paar Disketten haben. Ach, den muss ich erst bauen, ne? Storage. Bau mal bitte ein. Habe ich. So. Dann die 256k Disketten, da sind sie. Die Gasspeicher. Und wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich tatsächlich hingehe und sage, 9 brauchen wir noch, ne, für das Ding. 10 passen, glaube ich, rein, ne? Dass wir hingehen und wir haben zu wenig Gold. Alles klar? Jolt. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ne, kann ich auch so reinschmeißen eigentlich. Sollte eigentlich funktionieren. Ich glaube, ich habe Gold drin, ne? Gold. Oder? Zieht er das raus? Sollte eigentlich. Oder nicht? Habe ich auch noch nicht eingestellt? Also frech. Habe ich das echt noch nicht da drin? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war grau. Doch, ich habe doch Gold hier drin. Ah. Der schockt ein bisschen. Der Junge. Warum? Egal. Gucken wir uns. Ich gucke mir gleich aufs Screen eben an. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Zu einer Runde Resonant Rise. Tschüss singen.